Ich glaube, wir sollten jetzt mal reingehen und mit der guten Dame sprechen. Oder haben wir das schon getan? Ich weiß es nicht. Wie ging das denn nochmal? Okay, mal hier rein. Hallo. Achso, das ist das Zimmer von den Typen, ne? Das hier könnte interessant sein. Weil? Ich habe keine Ahnung, warum. Ach so, das habe ich nicht gesehen. Das hier könnte interessant sein. Ja, Das hier. dann mach doch was hier mit dem Messer oder so. Ja. Das hier. Feuerzeug? Ein Ah. Kasten. Mal Ah. sehen. Okay. Ein Rätsel. Was steht da? C, nee, Cold oder Code Pa Gasso oder so ähnlich, Gasson. Mir fehlen Informationen. Mir. Ich lass das erstmal, wie kann ich rausgehen? Da. Das da liegen und gucken uns einfach hier weiter um. Da ist Eine eine Geige. Und Geige. zwar eine richtig schöne. Aber wo ist der dazugehörige Koffer? Der Koffer befindet sich sicher irgendwo anders. Eine imposante Sammlung für jemanden, der alleine lebt. Ja. All das liest er? Ich bin beeindruckt. So viele Bücher habe ich zwar noch nicht, aber bald. Das ist eine Kerze und ein Diese Seil. Kerze ist noch warm. Sie wurde vor kurzem benutzt. Am Krass. helllichten Tag? Wozu? Wozu? Was ist das für eine merkwürdige Vorrichtung? Vielleicht wollte der sowas wie eine Alarmanlage bauen oder so. Dieser Mülleimer wurde ausgeleert und dann hat jemand ein zerrissenes Stück Papier hineingeworfen. Dem Geruch nach zu urteilen, war da auch eine Zwiebel drin. Eine Zwiebel? Ich verstehe gar nichts mehr. Legen wir die Papierfetzen auf den Tisch. Dann tun wir das mal. Diese Kerze ist noch am Ja, helllichten. da ist der Tisch. Lass mir erstmal alles hier. So, die Eckdinger mal. Mal, sieht auch aus wie so ein Eckteil, kann man es drehen. Ah, cool. Tun wir mal das wieder weg. Sieht aus wie ein Eckteil. Ich weiß, ob man noch nicht, ob das richtig ist. Nein. Nein. Wir suchen jetzt hier das. Da. Das könnte schon zusammenpassen. Nein. Das aber, oder? Okay, die beiden gehören schon mal zusammen, aber da passt das noch nicht. Dann tun wir das wieder weg. Vielleicht ist es ja auch hier die Seite. Nein. So. Erstmal auch nicht. Tun wir das auch erstmal weg. Wir müssen finden, das Stück da finden. Das sieht doch, das sieht doch wunderbar aus. Nein. Du, jetzt, dass ich da nichts hinlegen kann.
Nee, das kann nicht sein. So. Sieht eigentlich schon mal gut aus, ne? Oder nicht? Nein. 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 Das geht auch nicht, das auch nicht. Vielleicht bleibt ja irgendwann irgendwie so ein Stück über. Dann sagen die, da fehlt ein Stück. Ich schon mal die Ecke gucken. Nein, wo ist die andere Ecke? Wo waren die jetzt die andere Ecke? Kommt das dann wahrscheinlich hier hin? Hier. So. Sieht doch schon mal gut aus. Ah. Beide Seiten des Blattes sind leer. Das war ein nutzloses Unterfangen, Holmes. Nicht unbedingt, Watson. Kannst du nicht mit einem Stift darüber reiben oder so? Vielleicht ist er ja mit, was hat er gesagt? Zwiebelsaft oder was weiß ich, da irgendwie eine Geheimschrift drauf geschrieben worden. Diese Kerze ist noch am Helligen. Ja, ja, und dann haben die, hat der eine geheime Botschaft. Ja, eine kein Botschaft. Kein Hut, kein Mantel. Drauf geschrieben. Er wollte wohl seinen Schal mitnehmen, aber hat ihn dann hier liegen lassen. Ja. Hier hat offensichtlich jemand eine Tasche ausgeleert. Und das ist doch offensichtlich. Ein Kast. Aber wir haben ja immer noch keine Informationen oder so. Vielleicht, vielleicht ist ja auf dem Zettel die Kombination drauf. Was ist das? Diese Kerze ist noch am Hell. Ja, ich wollte eigentlich so. Ich brauche etwas. Du brauchst etwas. Die Wäsche klein, Mann. So, und dann das hier. Und dann haben wir Streichhölzer. Nehmen wir die Kerze an und dann gucken wir uns das mal an. Oh Gott, untersuchen. Stinging. Street. Wharf. 1. 3. 2. South. Gang. Okay. Also. Hat er das irgendwie so gemacht, dass das hier so dran passt? South Wharf vielleicht? South Wharf Bank. Street, nee. Stringing Bank Street. 1, 2, 3 South Wharf vielleicht, oder also ich sehe, liest da Gang und nicht Bank. Okay. South Gang, Bank, Entschuldigung, 1, Wharf. Street gleich Stingen Street Wharf 1.
132 South Gang. Singing Street. Wharf. 1. 32. Nee, warte mal. Singing Street. Wharf. 1. 32 South Gang. Irgendwas fehlt mir dann noch, oder ich komme nicht drauf. Haben wir hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Weil die, also die Zahlenkombination da, da kann alles sein. Ich weiß auch nicht, ob irgendwann Sherlock sagt, ja, ist richtig oder aha, das ist die Lösung. Kann das sein? 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 3. Bank South, South Bank, Singing Wharf Street. Haben wir irgendwo noch etwas herumfliegen? Oder Watson, hast du eine Idee? Was sollen wir als nächstes tun, Holmes? Diese Nachricht entschlüsseln. Hier ist ein Schal. Kann ich mit dem Schal irgendwas machen? Ich, jetzt im Moment weiß ich nichts, was ich machen soll. Vielleicht muss ich noch mit jemandem reden. Oder mal auf die Karte gucken. Wo ist denn die Dame? Hier kommt man wahrscheinlich wieder raus, ne? Lässt sich nicht öffnen. Ist ja nicht so wichtig, glaube ich. Haben wir eine Karte? Hier ist die falsche Taste. Wir haben die Karte jetzt. Ups. So. Hat die auch irgendwas gesagt? Können wir hier die Karte öffnen? Nein. Wir können wahrscheinlich auch nicht gehen, einfach so, oder? Hier ist nichts Interessantes. Nee, wir müssen also erstmal die Notiz entschlüsseln. Oh nee, ich weiß echt nicht, wie wir das tun sollen. Irgendwas übersehe ich. Ein Kast... Mir fehlt... Aha, was ist das denn? Er hat den Zahlencode für das Schloss hier eingeritzt. Watson, notieren Sie die Ziffern. 415-263-32. Bin ich jetzt Watson und soll die... Oh, Moment. Ah, eben Stift holen und Papier. So. Es ist eine römische 2. Und dann 415. 2, 6, 3 und dann 3, 2. Aber es sind doch... Mir fehlt... Ach, warte mal, das ist noch was. Notiert. Oh Gott. Notiert. Wahrscheinlich macht er das jetzt automatisch. Ich habe alles notiert. Das Schloss ist ziemlich komplex. Der junge Henry ist außerordentlich intelligent.